Servus Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video auf dem Krypto-AG-Kanal. Wir wollen uns wie immer kurz vor dem Video den Content fürs heutige Video anschauen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt bei den On-Chain-Daten. Da redet Finn nämlich nochmal über die alten Cycles und dass es jetzt nochmal zu einer größeren Korrektur kommen kann, zumindest in diesem Jahr. Danach rede ich in der Chart-Analyse über den Weekly Close, den wir jetzt am Sonntag bzw. gestern Nacht gesehen haben. Und danach redet Timo nochmal über News zu einer Aussage von dem CEO von Ledger. Und Leute, damit möchte ich nochmal rüberkommen zu unserem Kanal, denn hier könnt ihr sehr gerne ein kostenloses Abonnement da lassen, die kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir laden Daily Content hoch, Daily seit über 370 Tagen müsste es inzwischen sein. Ihr werdet das im Thumbnail gesehen haben. Und natürlich könnt ihr sehr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen, falls ihr auch irgendwelche Kritik habt, gerne. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne supporten, indem ihr euch über unseren BitGet-Link registriert. Link ist immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal zusätzliche Boni auf euer eingezahltes Geld erhalten. Habt niedrige Exchange-Gebühren und die Fees an den Exchange zahlt ihr so oder so. Und so könnt ihr uns damit einfach noch kostenlos supporten. Und Leute, damit würde ich auch sagen, viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran. So Leute, wir wollten uns ja jetzt in den On-Chain-Daten nochmal kurz anschauen, wie es denn mit dem aktuellen Bullenmarkt aussieht, beziehungsweise wenn wir zumindest davon ausgehen, dass wir im November letzten Jahres unser Bärenmarkt tief gesehen haben. Das bedeutet natürlich, wir sind seitdem schon wieder ein ganzes Stück nach oben gestiegen, trotzdem hatten wir natürlich auch schon größere Rücksetzer und jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen in Perspektive setzen zu den letzten Bullen-Bier-Cycles sozusagen, wo wir dann von den lokalen Tiefpunkten nach oben gegangen sind. Zudem muss man ganz klar sagen, wir sehen hier schon im Laufe des Bullenmarktes haben wir deutlich größere Korrekturen nur gesehen. Bisher war unsere Größe 18,6%, was aber auch nicht untypisch ist. Wir sehen auch gerade hier am Anfang eines Bullenmarktes sind die Korrekturen eher etwas kleiner und werden dann natürlich, sage ich mal, im Laufe des Bullenmarktes, wenn wir wirklich schon große, große Preisgewinne gesehen haben, nochmal deutlich volatiler und sozusagen deutlich größer die Korrekturen. Trotzdem muss man jetzt mal sagen, dementsprechend muss man sich natürlich vorbereiten, dass es sehr gut sein kann, dass wir noch etwas mit dem Preis hochgehen, aber dementsprechend dann auch noch größere Korrekturen sehen können. Das heißt, immer wichtig beim Traden, immer Profite aus den Trades nehmen, wenn der Trade gerade gut läuft, gerade die großen Swing-Long-Positionen, muss man auch immer wieder einfach Profite nehmen, wenn man die, sag ich mal, für immer auflässt und dann trotzdem plötzlich eine 60% Korrektur im Bullenmarkt, sag ich mal, kommt, dann sind trotzdem die meisten Trades zu, deswegen lohnt es sich immer extrem, Profite zu realisieren, wenn man denn welche hat und ist, sag ich mal, an einem, technisch sehr guten Punkt dafür ist, heißt auf dem Chart sind irgendwelche Korrekturen, irgendwelche News oder On-Chain-Daten sagen gerade, dass es vielleicht zu einer Korrektur ansetzen könnte, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer mal Profite aus den Trades zu nehmen. Die zweite Sache, die wir uns anschauen wollten, war der 7-Day Price High and Low. Was bedeutet das erstmal vielleicht ganz kurz? Das bedeutet einfach nur, was für ein Hoch und was für ein Tief wir in den letzten 7 Tagen bei Bitcoin-Preis gesehen haben und die Spanne sozusagen, die dazwischen ist. Das bedeutet für uns natürlich im Endeffekt einfach, dass der Bitcoin-Preis sehr, sehr unvolatil war und was folgt auf Unvolatilität? Volatilität. Das heißt, wir erwarten immer, wenn wir sozusagen ein sehr geringes Movement beim Bitcoin-Preis sehen, also der Preis hat sich sehr wenig nach oben oder unten bewegt in den letzten Tagen, dann erwarten wir immer einen großen Move. Und das haben wir auch so gesehen. Juli 2020 hatten wir hier diesen Wert von 3,5%, den wir uns nur bewegt haben in den letzten 7 Tagen. Und danach kam ein sehr großer Move nach oben. Auch hier, als wir jetzt im Januar sozusagen die Tiefs vom Bärenmarkt gesehen haben, haben wir auch zwischenzeitlich extrem wenig Preisbewegungen gesehen und haben dann einen massiven Move nach oben gesehen. Das heißt, auch jetzt sind wir wieder bei diesem 3,4% Ziel, sag ich mal, wo wir sagen müssen, okay, der Bitcoin-Preis hat sich in den letzten 7 Tagen nur 3,4% nach oben oder unten bewegt. Jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal einen sehr volatilen Move entweder nach oben oder nach unten sehen werden. Das kommt natürlich ganz drauf an, wie sich die Charts jetzt wirklich entwickeln und dafür würde ich das auch gleich mal weiter an Liam geben, der sich das mit euch etwas genauer anschaut. Trotzdem, wie gesagt, im Hinterkopf halten, es kann sehr gut sein, dass wir in den nächsten Tagen nochmal einen relativ volatilen Move bei Bitcoin sehen werden. Damit gebe ich jetzt an Liam weiter und verabschiede mich für heute. Ciao, ciao. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück hier zur Chartanalyse. Wir wollen uns heute nochmal Weekly, Daily und Hourly Timeframe anschauen, denn wir hatten ja jetzt den Weekly Close und der wurde dann doch zurückgedrückt ins Negative. Zwischenzeitlich waren wir ja gestern noch bei einer positiven Weekly Candle, was natürlich einigermaßen gut gewesen wäre, sind jetzt wieder bei einer negativen, aber das war auch zu erwarten. Ich meine, wir haben hier die Rejection bekommen von einem sehr wichtigen Preislevel und sind jetzt weiter am Runterfallen und dementsprechend, ich habe es schon oft genug gesagt, ist dieser Bereich hier 25.200 bis 24.200 immer noch am relevantesten, wenn wir uns den Weekly Chart anschauen hier. Was natürlich auch nochmal sehr interessant wird, da können wir nochmal kurz vorgehen, möchte ich aber eigentlich erst im Laufe der nächsten Woche drüber reden, ist der Monthly Close, denn die Monatskerze wird natürlich sehr heftig werden und wie man hier erkennen kann, ist das auch die einzige oder erste negative Monatskerze, die wir jetzt insgesamt dieses Jahr hatten. Das heißt, tatsächlich war dieses Jahr bis jetzt jeder Monat eine grüne Kerze und das
das wäre jetzt die erste negative. Es könnte natürlich noch sein, dass wir jetzt hier tatsächlich in den nächsten 9 bzw. 10 Tagen komplett aufgekauft werden und hier nach oben hin ausbrechen. Aber ich würde sagen, auf den kleineren Timeframes sieht es momentan einfach nicht danach aus. Dementsprechend ein Retest hier von diesen 25.200 definitiv wahrscheinlich, beziehungsweise könnten wir sogar tatsächlich mit dem Weekly Chart noch etwas weiter runterfallen, hier in Richtung 23.300 US-Dollar, weil dort die letzten zwei Male die Monatskerze geschlossen hat. Aber dazu genug, jetzt wollen wir erstmal vorgehen in den Daychart, denn im Daychart haben wir hier einen Long-Pattern, aber es sieht momentan nicht gut dafür aus. Wir haben jetzt zwischenzeitlich in den letzten zwei bis drei, ja fast schon Wochen kann man hier sagen, diese Seitwärtsbewegung gesehen, die sich definitiv nicht von unserer unteren Supportlinie hier nach oben hin abtrennt, sage ich jetzt mal. Dementsprechend würde ich sagen, es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass wir diese hier nach unten hin durchbrechen, einfach weil wir die ganze Zeit Retests davon haben, es nicht weiter nach oben schaffen. Wir wurden hier auch schon zweimal jetzt rejected. Wir wurden hier auch schon öfter rejected an unserer ja, Downtrend-Linie, die wir haben, und dementsprechend ist es schon sehr wahrscheinlich, dass wir hier nach unten hinwegbrechen werden, trotz dessen, dass wir einen Long-Pattern haben. Was das Ganze noch unterstützt, ist natürlich, dass wir auf dem 4-Hourly-Chart hier ebenfalls einen Long-Pattern haben, was jetzt aber nach unten hin weggebrochen ist mit Bestätigung. Das bedeutet, auch hier sind wir quasi unter unseren wichtigen Trend-Support gefallen und können theoretisch erstmal erwarten, dass wir hier weiter nach unten fallen. Sobald wir hier einen 4-Hourly-Close unter diesem Punkt haben, also quasi den neuen niedrigsten 4-Hourly-Close hier bei ca. 26.300 US-Dollar wäre das dann, wenn wir dort mit einem 4-Hourly-Close schließen oder gar mit einem Daily-Close, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir ziemlich schnell die 25.200 US-Dollar erreichen werden, einfach weil wir dann ein deutliches Signal dafür haben, hier nochmal weiter zu fallen. Leute, also wie gesagt, behaltet die Preisziele im Auge, 25.200, 24.200 und vielleicht sogar 23.300, je nachdem, ob wir mit dieser Monatskerze noch so weit nach unten korrigieren. Und Leute, das war es auch wie immer mit der Chartanalyse und ich wünsche euch viel Spaß beim Newspart mit Timo. Die Kontroversen rund um Ledger seit dem neuesten Update reißen nicht mehr ab. Jetzt gibt es erneute Informationen, die ein anderes Licht auf die Situation werfen. Das ganze Thema wollen wir uns jetzt hier heute einmal gemeinsam im Newspart anschauen. Also, was ist passiert? Kurz der Hintergrund einmal erklärt. Der Nutzer Red Bull & Range hat auf Twitter die Frage an die Community bzw. auch vor allen Dingen an die Ledger-Führungsetage gestellt, ob es jetzt für Regierungen möglich sei, über die Vorladung Gericht den Zugriff über diese neue Recovery-Funktion auf Nutzer-Assets einzuklagen, und das Ganze wurde durch den Ledger-CEO und Co-Founder bzw. Former CEO, also ehemaligen CEO, beantwortet, und er spricht davon, ja, für die Regierung ist es mit einer Vorladung vor Gericht möglich, den Zugriff auf diese Assets zu erlangen. Und das Ganze ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Finn hat das Ganze in den letzten Tagen schon sehr, sehr oft beleuchtet. Jetzt ist es wirklich möglich, den Kerngedanken von Krypto, die Dezentralität, vollständig außer Kraft zu setzen. Über wirklich diese gerichtliche Vorladung wäre es somit möglich, durch diese neue Recovery-Funktion von Regierungen einfach ohne die Zustimmung des Nutzers und ohne dass er das sogar mitbekommt, den Zugriff auf die Daten zu bekommen. Das bedeutet, diese neue Recovery-Funktion hebt den Grundgedanken wirklich vollständig aus und es gibt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu verhindern. Der Twitter-Nutzer, der das Ganze gepostet hat, spricht auch direkt davon, dass er auf jeden Fall jetzt wechseln wird, dass er nicht mehr weiterhin Ledger benutzt. Finn hat das Ganze, wie gesagt, schon sehr, sehr ausführlich in den letzten Tagen mit aufgefasst. Aber natürlich ist das nochmal eine sehr, sehr interessante neue Entwicklung, die jetzt wirklich die Community aufschreien lässt. Es ist somit wirklich bestätigt durch den ehemaligen CEO. Die Regierung kann theoretisch jederzeit, wenn sie das Ganze gerichtlich durchsetzt, auf die Nutzer-Assets zugreifen. Das Ganze lässt einen natürlich aufhorchen und man sollte sich jetzt auf jeden Fall Gedanken machen, wie man dieses neue Feature am besten für sich umgehen kann, sprich ob man wechselt, ob man das Update nicht macht. Finn hat auch schon erwähnt, dass eventuell sogar im Closed Source, also im geschlossenen Code, dieses Feature bereits implementiert ist. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist das Vertrauen in Ledger jetzt erstmal erschüttert. Wenn es nochmal zu neuen Informationen kommen sollte, werde ich euch natürlich zu dem ganzen Thema updaten. Deshalb auf jeden Fall einmal die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Das war es jetzt soweit von mir. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Ciao.